Ja. So, runtergefahren sind wir, abgespeichert haben wir. Ne, ich gehe davon aus, ne, die werden es uns jetzt nicht unbedingt leicht machen. Naja, aber vielleicht geht es ja auch einfach so. Ziemlich dunkel. Okay, dann hat sich meine Frage schon erledigt. Das bedeutet, da passieren noch irgendwelche Dinge. Ach Gott. Ja, Leute, ich bin auch hier die ganze Zeit überlegen, ne? Von wegen meiner Wummen und meine Waffen und sowas alles, ne? So wie die hier. Ja, eine unter Jägern beliebte Vorderschaft-Repetierflinte. Ne, die man eigentlich mit den anderen Dingen hier austauschen hätte können, damit die Tasche nicht allzu voll ist, ne? Wir haben ja auch zwei Pistolen. Irgendwie, ne? Und ich habe die auch immer schön weiter aufgepimpt und aufgestockt. Ich weiß nicht, ob das klug gewesen ist, ne? Zum Beispiel diese Pumpgun hier aufzustocken, während wir ja die hier noch haben. Den muss ich ganz ehrlich mal so in den Raum werfen. Feuerkraft und Feuerrate. Minderten Rückstoß, speziell für erhöhte Feuerrate. Ja, also ich weiß, die Wumme, die ist normalerweise besser. Ne, auch wenn die voll aufgewertet wäre. Aber ich denke, ich werde erstmal durchspielen. Ne, das ganze Spektakel hier und dann danach im nächsten Durchgang oder so. Ich weiß nicht, ob ich das dann auch nochmal aufnehmen würde. Da soll es ja auch einiges an Herausforderungen geben. Ich glaube, da würde ich dann die alten Wummen eben halt weghauen. Ne, und dann eben halt das Ding. Junge, du hast mich da hinten total fertig. So, was wollte ich denn jetzt machen hier? Bombe, Mine. Ja, ich mach mal das und ich mach mal das. Vielleicht sogar das. Und den auch noch. Eine Idee, oder? So, dann klatsche ich nämlich eben gegebenenfalls jetzt erstmal diese Patronen hier weg. Lasst die Atmosphäre mal so ein bisschen auf euch wirken. Stars. Wobei, wo muss ich hin? Ich muss in die Gießerei, ne? Genau. Ist der direkte Weg wahrscheinlich einfach hier runter. Ah, guck mal an. Hat man im Hellen gar nicht gesehen damals, ne?
da wahrscheinlich nicht dran. Ja, so habe ich wieder das Gefühl. Reiches Knie, alles wurde gesammelt. Erstaunlich gut, wollte ich gerade sagen, mit dem Gewehr. Und ich bin trotzdem höllisch angespannt. Oh, okay, wir sind angekommen. So, das heißt, ich mache mir jetzt erstmal den Schlüssel um. Läuft. Tada, Heisenbergs Schlüssel. Wundervoll. So, aber damit ist es noch lange nicht getan, denn wir wollen auch noch einen Ball haben. Die Kugel. Ich denke, dafür werden wir den Schlüssel brauchen, weil wir haben zwei Schlösser gesehen. Ja, und ich würde jetzt hier erstmal den naheliegendsten nehmen. Raum, ne, da mit dem Pferd, ihr wisst schon. Bitteschön. Bevor ich nach ganz oben gehe. So, jetzt gucken wir erstmal hier. So, die Gießerei. Ich war jetzt irgendwie auf dem Klops. Dass wir daher mussten. Kaufmann, Leid. Moment, ich bin doch richtig, der R hier, aber ich gucke in die falsche Richtung. Gold richtig. Ja, ich muss es einfach mal probieren, Leute. Ich verstehe. Okay, auf einmal kommt mir da nur wie so ein Bonusräumchen vor. Ich dachte, hier geht es jetzt dramatisch weiter. Wobei, ich will mich nicht beschweren. Ne? Ich packe meinen Koffer, ich nehme alles mit.
Was haben wir denn jetzt hier Tolles? Ne? Das, mal, das nenne ich mal Koffer. Okay, ein mechanisches Teil, eine Welle. Oh Mann. Okay, ich denke... Nö, Punkt, ich denke. Das gehört zusammen. Ach, guck mal. Ne? Der Hammer oder ein Hammer. Das ist ja auch... Schön. Hier für Cosplayer, ne? Da kann man mal, ne, für die nächste Comic-Con. Ist nicht einfach nur wertvoll, der ist sehr wertvoll. Aber hier runter würde ich ja jetzt sowieso nicht. Dafür muss ich jetzt nicht zum Duke zurücklaufen, oder? Wobei, auf der anderen Seite, wartet mal. Ich muss mal... nein, die Karte aufmachen. Die 4. Irgendwas... Da ist noch das da. Ich weiß nicht... Die Karte sagt mir eben halt nichts. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll, ne? Maschinenraum. Also das ist, wenn ich hier runtergehe, ne? Dann hier, ne? Maschinenraum, denke ich mal. So, bla bla bla, da ist genau... Ich gehe einfach mal ganz kurz in die Richtung. Alles klar. Da sind nun alle frei, aber auch das Dingen hier ist wieder offen. Das ist eine gute Sache, glaube ich. Mal noch Gewerbe. Mach Strom, du Luder. Mach da das hell wird. Die Dinger hier, die bewegen sich ja schließlich auch noch. In dem Raum habe ich hier irgendwas vergessen. Hey, what is it? Ein großer Kristall. Ja, okay, aber dann auch da wieder. Ne? Es war nur eine Kleinigkeit, aber... Aber wir haben sie erledigt. Bla 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 bla. Wird mir angezeigt, ich habe hier noch einiges oder mindestens ein Ding liegen lassen.
Okay, hier vermute ich irgendwie ein Rätsel, ne? Aber man sieht es eben halt nicht. Ne? Also gibt irgendwie keinen Weg rein. Ein Grund raus, ne? Der Ethan, der kollabiert hier gleich. Jetzt, wo ich nicht angegriffen werde, kann ich mich ja in Ruhe umgucken. Hat aber immer noch nicht. Na Leute, entschuldigt, ne, das gehört allerdings bei mir auch mit dazu. Ne? Also ich möchte mich dann schon... Ah, okay. Hier muss es irgendwas geben. Würde mich jetzt total fertig machen, das sage ich euch. So, wie kriege ich den jetzt am besten, ne? Außer dass ich die ganze Zeit Rohrbomben auf den schmeiß. Ja, mein zarter Freund. Nimm bitte den Bohrer aus mir raus, ne? Drecksack.
Habe ich total die Orientierung verloren. Ja, weißt du, wie es da wird? Ich muss jetzt einfach mal gucken. Ja, weil er mit den Dingern auf sich hat. Dann will ich jetzt wissen. Ja, man kann hier ja nichts benutzen, man kann nichts drüber werfen. Ne? Da hinten kann ich auch durchgucken. Ja, irgendwo oben rennt noch einer rum. Kann ich hier durchschießen? Ja, da macht er den Job für mich. Leute, was eine Riesenscheiße. Ich verballer auf der Suche nach diesem Müll hier eigentlich. Ne? Ich meine, okay, was heißt Müll? Ich meine... A lot of lie. Aber ich verballer hier meine ganze Munition. Ich bin so mühselig, so sag ich. Aber ich habe... Okay, die Dicken habe ich ja jetzt auch kaputt gekriegt. Und mir ist es ja auch wichtig, ne, zu zeigen, ne, wie man in solche Geheimnisse hier rauskommt, durchkommt. Also ihr wisst schon. Patron leer, ich glaube nicht. Hey, Rohrbomben, alles weggehauen. Ah, schön. Wie sieht das denn aus? Ja, wenigstens alles grün. Das heißt, ich kann mich jetzt mal da ins Treppenhaus begeben, ne? Moment, war doch Treppenhaus, oder? Ich hier bin noch immer zu holen, alles klar. Ja, also hier unten nicht mehr. Tatsächlich muss ich das abspielen. Okay. Schränkt die Sache zumindest schon mal ein bisschen ein. Hey, wo habt ihr hier jetzt noch irgendeinen Kack versteckt? Ah. Okay, das, den Kack nehme ich aber auch gern. Und auch das Ding wäre durch. Alles klar. War es ja dieses Dingelchen. Ja, den Ultraharten, der kam mir da hinten durch den Gang. Ja, hier schon wieder, wo wir uns ja... Ja, alles klar. Weiß ich nicht, was er mit dem, mit der Plörre da auf sich hat. Ist irgendwie nochmal so komplett. Aber Moment, das hier ist doch der Kaufmann, der Aufzug. So, und hier war die Leiter.
Nee, das heißt, ich muss mit dem Aufzug. Ich meine, ist ja klar, das ist. Ja, so klar ist das jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist der einzige Raum, wo wir überhaupt noch hin können. Ich muss sowieso erstmal Richtung Duke. Also noch mehr Munition will ich in die jetzt nicht reinjagen, auf jeden Fall. Hallo, Mr. Duke. Lass uns mal kurz da so hinfahren. Genau, weil hier war. Moment, der ist doch nicht richtig. Beziehungsweise stand ich nicht gerade schon hier? Ja, genau. Ich weiß zwar nicht, ob der mich auch dahin verfolgt, aber ich drück mal auf das Knöpfchen. So eine Tür, die legt dann so einen Gang frei. Bist echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Oh. Jemand wartet auf dich. Merk schon, hier ist ein bisschen Überhang. Ja, umso wichtiger, dass wir uns hier nochmal die Klamotten hier, ne? Prototyp, Modell Sturm, habe einen billigen Propellerturbine verbaut. Ja, genau, ja. Aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. den Modell stimmt vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nichts zu beschädigen. Allerdings hat der Depp es fertiggebracht, sich am Propeller seine eigenen Arme abzusägen. Außerdem überhitzt Anzaline einen Misserfolg. Ja, schön. Schön zu wissen. Deswegen muss ich den beseitigen.
geiles Labyrinth hier aufgebaut. Oder ist das der Frachtbaum? Ich weiß es nicht, aber irgendwas wird uns gleich die Hölle heiß machen. So, ich habe ein paar Minen, okay. Ich habe Blendgeschosse. Tiefgeschosse, okay. Das heißt, lohnt sich das Ding wieder auszurüsten. Irgendwas auf den Rüstungsplatz zu legen. Das wiederum. Ja, wir werden den von hinten nehmen müssen, sozusagen. Verdammt nochmal, ich hab keine Zeit für diesen Scheiß! Hallo? Es wird unglaublich, solche Sachen hier. Kabel steckt sowas von drin. Habe ich noch irgendwas zur Heilung oder... Ne, man weiß es nicht. Ich habe hier noch Granaten. Ja, das Ding ist eigentlich gut gegen Werwölfe. Aber gegen so einen hier... Ich würde ihn jetzt echt gerne besiegen können. Warte mal. Ja, natürlich...
Dann lauf doch mal weg, du. Mann. Bilde mir ein, ich hatte ihn fast. Gute Scheiße. Okay, aber wisst ihr was? Ne, einen versuche ich noch. Ne, das ist ja nicht so, als wenn das nicht möglich wäre. Ne? Also ich meine, er rennt, das hatte ich vorher so auch nicht bedacht. Er rennt die halt die ganze Bude zusammen. Ne, ich brauche da... Ja, okay, das ist aber auch egal. Ich alles... Ist echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Moment, ja, nehmen wir auch noch mit. So, jetzt muss ich einen kleinen Check machen nochmal. So, Moment, was habe ich denn hier? Ich habe noch die Wumme, nachladen, alles voll. So, dann Scharfschützengewehr. Nicht ganz übel, aber bringt mir nur bedingt was hier, glaube ich. Da würde ich eventuell eher sagen, Bombe. Weiß es echt nicht, Leute. Das Ding ist ja auch nicht ohne. Ja, die Bomben, die sind eigentlich auch nicht ohne. Allerdings, wenn ich hinter dem stehe, dann sollte ich echt schon... mehr ballern, ne? Wobei, hier so eine Mine. Ja, ich habe einfach keine Zeit, die Minen dann da zu legen, oder? Andererseits kann ich die Minen im Vorfeld vielleicht legen. Versuchen wir mal. Verdammt nochmal, ich habe keine Zeit für diesen Scheiß.
Es gibt ja noch eine Blendgranate. Okay, ich brauche mal eine kleine Verschnaufspause. Da gehen wir einfach mal so an die Sache dran. Wenn der uns so hinterher latscht, ne, dann machen wir mal diesen hier. Ne, und hier. Ne, hallo. Darf der sowas? Bis nie wieder. Okay. Komplexes Herz. Ja, das war mir jetzt irgendwie ein Anliegen, ne, irgendwie. Warte, bevor ich jetzt irgendwelche Räume verlasse, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich noch irgendwas zurückgelassen habe hier. Da geht's dann weiter. Ich bin total angespannt. Ja, und auf der anderen Seite bin ich gerade total erleichtert, dass ich diesen Propellermann jetzt doch endlich vom Balch habe. Ne? Also, ne, da fragt man sich dann ja immer wieder, ne, haha, ja, wie schlimm kann es noch werden? Okay, also nur noch mal, ne, so für den Gesamt. Also hier links und rechts, also hier sind jeweils zwei so Metalldinger, wo man sich halt wie so eine Acht, ne, eigentlich sehr gut drumherum bewegen konnte. Ja, wenn man das jetzt ein bisschen besser machen wollen wie ich. Der Part hier, der ist jetzt, wie gesagt, sowieso schon ein bisschen länger. Wir gehen mal einen Schritt weiter. Ja, ich denke, hier wird nicht viel passieren.
Was ist das? Das sticht unmittelbar ins Auge. Über die Konsole drüber. Ne, ich denke, ich werde den Part jetzt erstmal in aller Ruhe beenden. Das hier. Zigarre. Versuchen, Miranda ist einfach widerlich. Ne? Ihre Falschheit kennt keine Grenzen. Für sie sind wir nichts als ein paar missglückte Shadow- oder Kadu-Experimente. Wenigstens hatte ich etwas mehr Glück mit meinem Kompatibilität als die anderen Deppen im Dorf. Deshalb darf ich mich auch Sohn von ihr nennen lassen. Was für ein Witz. Ich werde ihr nie vergeben, was sie mir angetan hat. Ja, das kranke Mischstück hat sie doch nicht mehr alle. Sie sieht keinen Unterschied zwischen Experiment und Familie. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Mhm. Eigentlich haben wir ja tatsächlich einen guten Verbündeten, ne? Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamyceten, also den Riesenpilz, ne, kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist dieses Blache, Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht, wo wir schon dabei sind, ihr Vater Ethan hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Ja, und einfach, weil ich gesehen habe, hier ist ja sonst nicht mehr viel. Man kann jetzt hier halt nach draußen gehen. Oh, Moment, hier ist noch... Da hier. Ja, Freunde, was soll ich sagen?